A 1.0. Die nebenstehende Skizze zeigt ein Schrägbild des Würfels ABCDEFGH, dem eine Pyramide ADHES eingeschrieben ist. Die Spitze S der Pyramide ADHES liegt auf der Kante BC des Würfels ABCDEFGH. Es gilt, AB sind 6 cm und BS sind 3 cm. A 1.1. Berechnen Sie das Maß Alpha des Winkels HSE, runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. So, zuerst einmal einzeichnen, wo der gesuchte Winkel liegt. Also der HSE, das ist der hier. Dann natürlich aufpassen, wir haben hier ein Schrägbild. Demnach sind nicht alle Strecken längentreu, beziehungsweise auch nicht alle Winkel entsprechend ihres Maß angegeben. Ja, also wir haben hier einen Würfel. Das heißt, alle Seitenkanten des Würfels sind gleich lang und damit 6 cm. Auch die Strecke BC, auch wenn die jetzt deutlich kürzer ist als die AB, aber das liegt ja daran, dass sie im Schrägbild ist und so nach schräg hinten weggeht. So, wie fangen wir an? Wir suchen den Winkel HSE und man überlegt sich jetzt einfach erstmal wieder, in welchem Dreieck liegt denn dieser Winkel HSE drin und kann man damit was berechnen? Also gesucht ist Winkel HSE. Schauen wir uns das Dreieck an. Es ist kein rechtwinkliges Dreieck. Von so her funktioniert nur der Sinussatz oder Cosinussatz. Für den Sinussatz fehlen uns jetzt hier noch ein weiterer Winkel. Der Cosinussatz, ja, ein Winkel ist gesucht. Die Seite EH würden wir sogar kennen, weil das ist die Seitenkante vom Würfel, also 6 cm. Aber wir kennen weder die Strecke HS noch ES. Gut, das heißt, wir müssen erstmal weiter überlegen, können wir irgendwie eine der Strecken ES oder einen der Winkel berechnen? Und dann sieht man vielleicht schon, die Strecke ES würde ja zum Beispiel auch in dem Dreieck ASE liegen. Also da können wir vielleicht darüber was rechnen. Also gehen wir mal her und setzen einfach diesen Cosinussatz an. Vielleicht erstmal nochmal in der Formelsammlung gucken, wie er lautet. Da steht auf Seite 30, a Quadrat ist gleich b Quadrat plus c Quadrat minus 2 mal b mal c mal Cosinus von Alpha. So, jetzt haben wir natürlich in dem Würfel kein a, b und c. Ist aber nicht so wichtig, weil es funktioniert in jedem Dreieck. Man muss nur aufpassen, dass man mit der Seite anfängt, die dem Winkel gegenüber liegt. Ja, also Alpha liegt der Seite A gegenüber, also müssen wir mit der auch anfangen. Hier liegt unser Winkel, gegenüber liegt die Seite EH, also müssen wir mit EH auch beginnen. Das sind dann EH Quadrat, ist gleich, und jetzt die beiden anderen Seiten, mit welchen man anfängt, ist dabei egal, ES Quadrat plus HS Quadrat minus 2 mal ES mal HS mal Cosinus vom Winkel HSE. So, gucken wir nochmal nach, was alles fehlt. Die Seite EH kennen wir, denn die ist gleich groß wie AB, wegen dem Würfel. So, ES ist uns noch unbekannt, HS ebenfalls nicht, aber wir wissen, ES ist genau gleich groß wie HS, weil wir sind ja im Würfel, S liegt ja genau in der Mitte zwischen B und C. Und damit sind die Streckenlängen gleich lang. So, nichtsdestotrotz müssen wir noch die Länge von ES berechnen. Da geben wir uns wieder gleich vor, wir gucken, in welchem Dreieck liegt diese Strecke ES drin und wie kann man was berechnen. Na, das liegt in dem Dreieck ASE. Von ASE wissen wir sogar, dass es hier ein rechtwinkliges Dreieck ist. Also funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und der Pythagoras. Gucken wir, was wir alles aus diesem Dreieck kennen. Ja, die Strecke AE ist bekannt, weil das ist eine Seitenkante vom Würfel und damit 6 cm. Aber die Strecke AS kennen wir nicht und die Strecke ES wollen wir auch berechnen. Einen Winkel kennen wir auch nicht, also bringen wir es jetzt gerade nicht weiter. Überlegen wir mal kurz nochmal weiter. Wie gesagt, AE kennen wir, ES wollen wir berechnen. Lässt sich dann vielleicht die AS irgendwie anders berechnen? Ja, und die liegt ja zum Beispiel im Dreieck ABS drin. Vielleicht lässt sich darüber was machen. Okay, gehen wir also davon aus, wir berechnen gleich nach AS. Dann haben wir eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten.
Damit können wir der Pythagoras ansetzen, weil es ein rechtwinkliges Dreieck. Also können wir sagen, die Strecke ES zum Quadrat ist gleich AE Quadrat plus AS Quadrat. Pythagoras heißt ja in der Formelsammlung auf Seite 29 ist zu finden. Da ist angeschrieben mit c Quadrat ist gleich a Quadrat plus b Quadrat. Und da muss man sich einfach nur überlegen, heißt ja immer längste Seite zum Quadrat ist gleich kürzeste Seite Quadrat plus kürzeste Seite Quadrat. Oder auch Hypotenuse zum Quadrat ist gleich Kathete Quadrat plus Kathete Quadrat. Ja, mit c, a und b ist es halt schwerer, weil wir jetzt hier in unserer Zeichnung gibt es kein a, b und c. Okay, also wie gesagt, so könnte ich die Seite ES berechnen. AE ist bekannt, aber die AS kennen wir noch nicht. Das heißt, die gucken wir uns nochmal an. AS liegt in dem Dreieck ABS. So, und was wissen wir über das Dreieck ABS? Es ist ein rechtwinkliges Dreieck. Ja, hier haben wir jetzt diesen Verzerrwinkel drin. Der sieht jetzt zwar größer aus wie 90 Grad, aber der liegt ja auch wieder so flach drin. Und da wir einen Würfel vorgegeben haben, wissen wir, es sind hier überall rechte Winkel drin. So, was kennen wir noch? Die Strecke AB mit 6 cm und die Strecke BS ist hier auch angegeben mit 3 cm. Also kennen wir eine Strecke, zwei Strecke, die dritte Strecke ist gesucht im rechtwinkligen Dreieck. Das heißt, ich kann schon wieder den Pythagoras ansetzen. Ja, die Formel habe ich hier nochmal stehen, also lange Seite zum Quadrat, das ist die Seite AS, ist gleich kürze Seite Quadrat plus kürze Seite Quadrat. So, diesmal kennen wir alle Größen, nämlich AB sind die 6 cm zum Quadrat plus BS waren 3 cm zum Quadrat. Und das können wir jetzt einfach in den Taschenrechner eingeben. Na gut, wir müssen erst noch einmal umformen und hier das Quadrat nicht vergessen. So, hier ist noch AS Quadrat ist gleich AB Quadrat plus BS Quadrat. Das heißt, ich muss jetzt noch einmal auflösen, damit ich auch das AS bekomme. Das kann ich jetzt entweder mit Hilfe des Solvers machen oder ich ziehe die Wurzel draus. Und dann folgt AS ist gleich die Wurzel aus 6 Quadrat plus 3 Quadrat. Und das kann ich jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Und dann folgt eine Streckenlänge von 6,17 cm. So, AS kann ich jetzt dann benutzen, um die Strecke ES zu berechnen. Und jetzt folgt ES Quadrat ist gleich AE, das waren die 6 cm zum Quadrat, plus jetzt die Strecke AS zum Quadrat, also 6,17 zum Quadrat. Wieder gleiches Spiel, ich habe hier noch ein Quadrat stehen, also ziehe ich die Wurzel oder ich tippe das Eisen Solver ein, geht auch. Dann folgt ES ist gleich Wurzel aus 6 Quadrat plus 6,71 Quadrat. Das kann man jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Und dann folgt eine Länge von 9,00 Metern, also Zentimetern. Und bitte auch hier auf zwei Stellen runden und nicht nur 9 hinschreiben. So, und damit haben wir jetzt alles für den Kosinussatz. Wir haben die Strecke EH mit 6 cm, das ist die Seitenkante. Die Strecke ES mit 9 cm und die Strecke HS ist genau gleich lang, auch mit 9 cm. Damit ist alles bekannt, um den Winkel auszurechnen. Setz mal ein, EH zum Quadrat, also 6 Quadrat, ist gleich 9 Quadrat plus 9 Quadrat. Jetzt kann ich hier das auch abkürzen schreiben. Minus 2 mal 9 mal 9 mal Cosinus von Winkel HSE. So, jetzt gilt es, diese Gleichung so umzuformen, dass wir am Schluss den Winkel haben. Ich mache es jetzt mal ausführlich. Man kann es auch alles in den Solver eingeben, dann kriegt man es auch. Aber ich rechne es jetzt einfach so. Zuerst muss ich die Strichumformung machen, das heißt, die beiden bringe ich mit Minus auf die andere Seite rüber. Dann heißt es hier 6 Quadrat minus 9 Quadrat minus 9 Quadrat
ist gleich minus 2 mal 9 mal 9 mal Cosinus vom Winkel HSE. So, mache jetzt hier deutlich nochmal Minus. Ich will ja den Winkel HSE alleine haben, das heißt, ich muss jetzt erst noch die Multiplikationen auf die linke Seite bringen. Hier steht jetzt überall mal drin, also muss ich durch den ganzen Teil teilen. Also geteilt durch minus 2, minus 9, 9 und 9. Dann kann ich das hier als Bruch schreiben mit 6 Quadrat minus 9 Quadrat minus 9 Quadrat geteilt durch minus 2 mal 9 mal 9 ist gleich Cosinus vom Winkel HSE. So, und jetzt habe ich hier noch den Cosinus stehen, also brauche ich die Umkehrfunktion vom Cosinus. Das ist Cosinus hoch minus 1. Und ich drehe jetzt die beiden Seiten gleich um, damit ich hier gleich mit Winkel HSE anfangen kann. Ist gleich Cosinus hoch minus 1 von jetzt diesem Bruch hier. 6 Quadrat minus 9 Quadrat minus 9 Quadrat minus 2 mal 9 mal 9. So, und das tippen wir jetzt in den Taschenrechner ein und dann erhalten wir einen Winkel von 38,94 Grad. Und damit wäre die Aufgabe gelöst. So, das war jetzt eigentlich nicht die einzigste Lösungsmöglichkeit. Es gibt hier noch eine Vielzahl von anderen. Man hätte zum Beispiel auch mit Hilfe von Pythagoras die Strecke EB berechnen können. Also diese Diagonale EB mit EB zum Quadrat ist gleich 6 Quadrat plus 6 Quadrat und dann nach EB auflösen und sich hier noch einen weiteren Punkt reindenken, nämlich den mal T, der auch genau in der Mitte zwischen E und H liegt. Und dann ist diese Diagonale TS genau gleich lang wie die Strecke EB. Damit hätte ich hier drin dann ein rechtwinkliges Dreieck, hier mit der Streckenlänge 3. Und dann könnte ich den den Tangens ansetzen. Und können dann sagen, Tangens von diesem halben Winkel hier ist Gegenkathete durch Ankathete und dann den daraus folgenden Winkel mal 2 nehmen. So, dann gibt es noch ein paar weiteren Lösungsmöglichkeiten, aber so reicht es jetzt erstmal.